Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge COD4. Wir spielen mit der M16A1, gewünscht von Gaming Worlds. Dabei Schultergürtel, Fingerfertigkeit und ruhige Hand auf Killhouse. Wir spielen auf einem C4S-Server. Also auf demselben wie von Killhouse. Mein Gott, mir fällt der Name der Map nicht ein. Broadcast. Broadcast ist die Map. Die wir sonst immer auf C4S-Servern spielen. Die Waffen sind blank. Verdammt. Killhouse. Wir hatten Killhouse letztes Mal schon mit der AK-74U, wenn ihr euch dran erinnert. Da waren es sehr wenige Spieler. Hier sind nicht gerade viel mehr, es sind ein paar mehr auf dem Server drauf. Aber noch nicht die Spalte mit 100 Millionen Spielern, damit es nicht mehr spielbar ist. Ich merke gerade, dass in meinem Team, toll, es wird kein Spawn getauscht. Dass ich gerade einen sehr tiefen, niedrigen Ping hier auf dem Server habe, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht sehr weit schlimm. Die M16A1 ist ein Feuerschuss, also ein Salvengewehr. Schade. Dafür vielleicht nicht die beste Map. Oh, verdammt. Ich glaube, ich komme mit dieser Predator-Rakete niemals gut zurecht. Und dafür für Killhouse vielleicht nicht die perfekteste Wahl. Aber wird schon klappen. Das hier ist bei Killhouse bei volleren Servern eine ziemlich coole Stelle. Man hat unglaublich viel im Überblick. Da kam eine Granate hinter mir. Ich habe versucht, sie noch wegzuwerfen übrigens, aber dazu kam ich nicht mehr. Ah, verdammt, da war noch einer. Ich habe gedacht, da wäre noch mein Kollege gewesen, aber der war wohl schon tot. Leider Gottes. Ist ein Hardcore-Server. Normalerweise ist es ja Softcore auf dem Server, auf dem C4S-Server, zumindest bei Broadcast. Die haben ja mehrere. Von daher nicht schlimm, beziehungsweise kann ich mich. Kann auch sein, dass es hier. Oh, Leute, Doppelkeil. Dass es hierfür auch eine Softcore-Version gibt. Aber mich stört Hardcore nicht. Ich weiß gar nicht, wie die M16. Ach, verdammt. Wow, ich habe einen damit getroffen. Ich habe vergessen, dass es hier eine Predator ist und kein Luftschlag. Also in dem Sinne. Ich glaube, der Luftschlag kommt danach. So war es irgendwie. Ich bin mit den Salvenwaffen nicht so gut vertraut. Wir sind hier auf der neuen, auf der anderen Seite, wo hier damals zumindest ein ganz cooler Spot war. Zum drüber gucken. Man hatte viele Sichtungen hier durch da hinten hin und konnte hier schön die Map absuchen, abcampen. Weil das ist irgendwie Killhouse. Hier konnte man sich hinsetzen. Ist mehr oder weniger einfach nur, um stur geradeaus auf diese Richtung zu gucken.
Auf der Seite konnte man sich auch ein bisschen verschanzen, aber auf der Seite ist es schwer, 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 da man sehr viel oder sehr oft sehr viel Kugeln um die Ohren geschossen bekommt. Wir machen im Moment eine ganz okay Runde, es ist nicht die beste. Also ich hatte hier auf Killhouse sehr viel gemacht für meine Goldwaffen. Wohl aus ersichtlichen Gründen, warum man dafür Killhouse wählen könnte. Und ja, wir machen keine schlechte Runde. Also es gibt schlechtere Runden, die ich spielen könnte. Schade. Und ich habe ihn. Herausforderung geschafft. Schnelldeckergranate. ich war nie auf den auf die Herausforderungen aus. Darum finde ich es gerade lustig, dass ich die jetzt bekommen habe, sogar in der Aufnahme. Finde ich cool. Das freut mich. Ja. Schnelldenker, Handgranate, wer nicht weiß, was es ist, oder Blendgranate, ich weiß gerade gar nicht, ist mit der Granate eben ein direkt abwerfen und damit töten. Ich denke mal, wenn man das wirklich gewollt hätte, ging das einfacher und schneller, aber das war natürlich ein cooler Weg. Ihr habt es vorhin auch gesehen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es ja Hardcore ist und man es nicht sieht, ich brauche es ja eh nicht mehr. Ein Fast XP Server. Was auch immer das vielleicht heißen mag, ich weiß es nicht. Ich denke mal, man kriegt Doppel XP oder sowas. Gab's in anderen Spielen von COD. Das, was danach kommt, COD 5, World at War. Gab's die zuhauf. World at War habe ich ja auch direkt von Anfang an gespielt gehabt. Ich weiß, ich kriege öfters mal eine Frage, ob ich es spiele. Aber ich sag's mal so, wenn genug Leute unter dieses Video schreiben, dass sie World at War wirklich gerne sehen würden, dann werde ich es suchen. Ich weiß gerade nicht, wo es ist. Dann werde ich es aber suchen und mal rauspicken, gucken, ob ich es finde und ob noch Server dafür online sind. Beziehungsweise wenn es jemand weiß, wäre es cool, wenn ihr es mich wissen lässt. Der Hauptgrund, warum COD World at War, glaube ich, untergegangen ist, war einfach die ganzen Hacker. Es war nämlich schon zu Anfangszeiten sehr, sehr hackerverseucht. Das gepaart mit den Panzern, die man dort besetzen konnte, die ich nicht gemocht habe, aber die man dort eben besetzen konnte, war das ziemlich, ziemlich böse, was da als abging. Ja, aber ansonsten gab es schon coole Sachen in der World at War Ding. Es gab ganz coole Maps. Und auch sonst war es eigentlich ein ganz, ganz recht gutes Spiel, halt wieder Zweiter Weltkrieg, aber das ist ja nicht so schlimm. Wirklich gespielt habe ich von dem Zweiten Weltkrieg und Call of Duty Games eh nicht wirklich. Also ich bin jemand, der COD 2 zum Beispiel noch nicht gespielt hat. Also gespielt schon mal, aber kein Multiplayer. Ich weiß, dass sehr viele Leute sagen, dass COD 2 auch ein wunderbares Multiplayer-Game war. Wie gesagt, ich habe es leider nicht gespielt. Dann kann ich dazu nicht viel sagen, aber ich denke mal, es wird ein grandioses Game gewesen sein. Für mich ist und bleibt COD 4... das beste COD von denen, das ich gespielt habe. Wie gesagt, von CODs, die ich nicht gespielt habe, kann ich nichts sagen.
So, übrigens noch einen Pistolenkill gemacht. Kurz vor Ende der Runde. Unglaublich coole Posi gerade. Das war cool irgendwie. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war die M16A4 auf Killhouse, gewünscht von Gaming World. Während wir Burger King mit seinem letzten Abschuss sehen. Ja, wie gesagt, lasst mir einen Kommentar wegen COD World at War und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!